zusammen. Willkommen zurück bei WePlay Handball. Mein Name ist Max und heute haben wir eine Expertin von Mizuno hier. Julia, schön, dass du da bist. Heute stellen wir euch die neuen Schuhe von Mizuno vor, nämlich den Wave Momentum. Ich freue mich sehr, mehr darüber zu erfahren. Wie ihr hier schon im Vordergrund seht, hat sich bei Mizuno einiges getan. Und was sich genau getan hat, das wollen wir jetzt von Julia wissen. Ja, also mit unserem Momentum 3 haben wir eigentlich als Hauptziel gehabt, das Ganze noch ein bisschen softer zu machen, ein bisschen komfortabler zu machen. Und einer der größten Updates ist tatsächlich unsere Sohle. Zuvor haben wir sowohl medial als auch lateral das alles ein bisschen enger gehalten. Ja. Jetzt haben wir in beide Richtungen die Außensohle verbreitert, um einfach das Ganze noch ein bisschen stabiler zu halten. Also alles auf diesem Schuh soll einfach Richtung Stabilität und Komfort gehen. Ja. Und um da halt auch die Stabilität zu verbessern, haben wir die Außensohle nach oben gezogen und die Gummierung auch ein bisschen hochgezogen. Das heißt, wenn man in den seitlichen Bewegungen ist, ist man nicht direkt, sag ich mal, auf dem Rand weg. Und das soll eigentlich auch das ganze Design vom Schuh zeigen. Deswegen diese soften Pads, dieser Schuh ist komfortabel und stabil. Genau. Okay. Du hast gesagt, der Schuh ist relativ breit. Also würdest du sagen, ich als Außenspieler, ist das ein Schuh für mich oder wie würdest du den empfehlen? Genau, also der Leisten vom Schuh, also wie der aufgebaut ist, der ist generell nicht breit. Das ist wirklich nur die Außensohle, die nach außen gezogen ist, um die Stabilität zu geben. Vom Fit hast du aber eigentlich den gleichen Leisten wie in der Vergangenheit. Aber was den Bedarf sagen wir, für den Außenspieler angeht, würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass es dein Schuh wäre. Es ist schon wirklich für den Spieler, der sagt, ich brauche einen sehr soften, sehr komfortablen und stabilen Schuh. Also eher für die Jungs und Mädels, die darauf Acht legen, die nicht ganz so direkt auf dem Boden unterwegs sein wollen. Ist eigentlich für Mittelblocker im Volleyball, aber im Handball sicherlich auch für vielleicht den Rückraumspieler oder Kreisläufer möglich. Genau. Okay, gut zu wissen. Gut, wir sehen jetzt hier diese drei Varianten. Sind das die dann, die für die neue Saison anstehen, oder? Ja, größtenteils. Tatsächlich ist das hier eine Limited Edition. Dazu gibt es noch den Farbweg für die Mädels mit ein bisschen leichterem Rosé-Ton. Und noch einen weiteren Herrenfarbweg. Also das sind die eigentlichen Herrenfarben. Hier haben wir eine Limited Edition. Und das ist der Damenfarbweg. Und sowohl den hier als auch eben den gibt es in zwei Varianten. Für die noch mehr Support so um das Fußgelenk haben möchten, gibt es das Ganze in Midcut. Wenn man die mal nebeneinander vergleicht, ist da hier bei der Außensohle das Ganze einen Ticken höher gezogen, dass man einfach noch ein bisschen mehr Support um das Fußgelenk hat für die Jungs und Mädels, die gerne mal umknicken. Sieht sehr stabil aus. Ja, Julia, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns die Schuhe näher gebracht hast. Ich glaube, jetzt wissen wir alle ein bisschen besser Bescheid. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne und wir freuen uns auf euer Feedback.